So, hallo und herzlich willkommen zu Big Bang 3. Big Bang 3 ist der dritte Teil der Big Bang Serie. Für den Fall, dass ihr Big Bang 1 oder 2 gesehen habt. Das war damals auf Altis und uns bestimmt schon ein Jahr her oder so. Und wir dachten uns, wie wär's, wenn wir Big Bang 3 einfach auf Tanoa machen. Wir haben diesmal nicht so viele Leute gefunden, die wir irgendwie im Teamspeak gut koordinieren konnten. Deswegen haben wir uns einfach einen großen Clan gesucht auf einen Server. Das war eben in dem Fall die Altis Partisanen oder AP. Die Jungs waren schon ziemlich gut equipped und die konnten uns auch ein, zwei Waffen geben. Und das Ganze haben wir natürlich gemacht, um so viel Gold wie möglich zu klauen. Dazu waren im Teamspeak bei mir Knüppel, Lucky und Georg. Georg ist ein relativ bekannter Battle Royale Spieler, der ziemlich hoch angesiedelt war, läuft unter dem Namen G-Thang und hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, den ich unten verlinken werde. Georg wollte uns ein bisschen aushelfen, hatte aber so gut wie keine Ahnung von Roleplay. Also das war das erste Mal auf seinem Roleplay-Server. Normalerweise ist er halt ein, wie soll ich sagen, ein Arma-3-Killer und war ein bisschen verloren auf dem Server, was so ein kleinen, wie soll ich sagen, so ein kleines Extra zu der ganzen Sache hingegeben hat, weil wir hatten immer irgendjemanden dabei, dem wir alles erklären konnten und der sozusagen von allen möglichen Sachen begeistert war, weil er es halt eben zum allerersten Mal gemacht hat. Nun gut, was ist das Ziel von Big Bang 3? Wir überfallen die Zentralbank und versuchen so viel Geld wie möglich mitzunehmen. Warum ist es gerade Big Bang und warum nennen wir es nicht einfach Banküberfall? Hauptsächlich, weil wir mit sau vielen Leuten unterwegs waren. Hin und wieder, wenn ich die Karte öffne, konnte man auch sehen, wo die verschiedenen Personen sich positioniert hatten, weil es eben ein Vanilla-Server war und kein Modded-Server. Was ein bisschen schade ist, aber die anderen Big Bang-Teile waren ja auch auf Modded- oder Unmodded-Servern und ja. Ob das Ganze ein Erfolg war und wie wir die Bank ausrauben und womit die Polizei uns vor allen Dingen versucht aufzuhalten, das seht ihr jetzt. Also in diesem Sinne, wir legen los, als wir gerade am Marktplatz sind und uns sozusagen langsam aber sicher formieren, um zur Bank vorzufahren, um das Ding eben auszurauben. Also in diesem Sinne, los geht's. Wir werden das machen. Wir werden genug Gewinn rausholen, um unser Leben zu verbessern und unser rebellisches Leben so weiterzuführen. Schwer zu sagen. Okay, gut. Ich bin hochmotiviert. Oh. Das wird langsam hell. Wie wär's, wenn wir loslegen? Ja. Warten Sie mal ganz kurz. Oh! Waffe runter. Moin. 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 Oh Gott, was ist jetzt los? What? So, meine Hexen auf. Wir wollten ja einmal fragen, was hier los ist. Wir haben hier Nachrichten bekommen von mehreren Bürgern, dass hier, ja, eine ganze Gruppe voller Leute hier irgendwie, ja, mit solchen Sachen hier romantieren. Oh, nö, wir sind nur hier. Wir sind mehr oder weniger, wir sind aber so, wir sind Kappa Pride Leute. Wir sind lustig angezogen und okay. Wir gehen hier spazieren einfach nur. Wir sind quasi nette Leute, Freunde, Freundesfreunde und chillen hier. Chillen, das sagen junge Leute. Kennt ihr das als Polizisten? Das ist ja, klar, natürlich. Ja, nice! Aber was ist das auf dem Rücken da? Also, ich weiß nicht genau. Konfettikanone. Das ist ein Baseballschläger. Konfettikanone. Ja, ja gut. Konfetti, ja. Yeah. Party, seht ihr? Niemand ist was passiert, alles ist gut. Na, ich würde dann passiert? Doch bitten, da sich nochmal zu überprüfen, ob das wirklich Konfetti ist. Ansonsten, wie sagt ihr, fand ihr... Bitte ein bisschen runter, weil hier wollen auch andere Leute noch auf dem Marktplatz. Und wenn ich hier so das Auto sehe und die anderen LKWs, dann, die Herren, dann sieht es ein bisschen aus. Ja, ich auch. Du hast ein bisschen gefahren, ja, klar, hab ich mein Ding nicht lassen. Wenn hier andere Leute noch rauf wollen, dann ist das ein bisschen, das klären wir, das tut uns natürlich sehr leid. Verzeihung, Herr Polizei. Ja, wenn hier Leute noch in den Kaufmannsladen mit ihren Äpfeln oder Bananen oder was weiß ich hier rauf wollen und das... So. Gut, dann... Seht das für mich jetzt erstmal in Ordnung aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Und bitte, wir jetzt auch weiterhin ruhig bleiben. Angenehmen Tag noch. Wiedersehen. Wir sehen uns hier wieder mal, Leute. Vielleicht am Abend, vielleicht lieber super. So, wir müssen weiter. Tschüss. Gut, tschüss. Tschüss. Machen Sie es gut, ne? Tschüss. Guck mal, Georg, siehst du, das ein netter Polizist? Du hast doch null Erfahrung als... War das jetzt nicht nett, hä? Total nett. Oh, wow. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als du die Rakete geschossen hast. Zwischen den Polizisten durch. Konfettikern, wenn ich mit dürfte. Okay, so. Keine Panik mehr jetzt hier. Lass loslegen, ja? Lass die Bank ausrauben. Wow, was ist das Erste? Was ist die erste Amtshandlung, die wir tätigen müssen? Das Kraftwerk ausschalten. Also, wie geht du denn aus? Geht da mal dort einen Knick in der Linse. Guck mal, du Knick. Guck mal. Warum läuft du denn so? Hat du was ist denn das Kraftwerk, Mann? Ja, okay. Gut, wie gesagt, ich fahre raus aufs Meer, das Kraftwerk aus. Der Kollege macht von der Tür aus, für den LKW rein und packt die Tür. Alles klar, viel Erfolg. Bringt die Sprengladung an. Alles klar, let's go. Das Kraftwerk, das ist ungefähr
halben Kilometer. Oh, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten, Leute. Auf. Also, wir müssen uns jetzt ein bisschen ranhalten. Welches Auto soll ich anschenken? Nirgends. Ja, du hast für alles Schlüssel eigentlich. Fast alles. Wir können mit Nifrit dann, wenn das Bank da offen ist, können wir mit Nifrit reinfahren und den sicher platzieren in Nifrit. Alles klar. Das Beste ist, die Bullen haben keine Ahnung, was passiert. Ja! Die sind alle dumm, Georg. Ahnungslos. Das sind Vollidioten. Oh Gott. Ich bin eingesperrt. Oh, tut mir leid. Und Schlüssel. Niemals. Niemals. Ich weiß jetzt übrigens nicht genau, was wir jetzt hier vormachen. Aber wir machen irgendwas hier vor. Ach so, genau, warte mal. Wo ist denn das Kraftwerk überhaupt? Ich hab das gar nicht gefunden. Das ist Gezeitenkraftwerk am Wasser. Wollte ich auch in den Bank rein, wäre gut, wenn sich auch hier noch welche so in der Gegend oder so positionieren. Dass die LKWs auch nachher perfekt rausfahren können. Jo, klar, machen wir. Vielleicht gehen wir einfach auf das Gebäude hier direkt neben der Bank, weil da können wir auf mehrere. Das Blaue? Ja, also können wir hier hinten rum drauf gehen. Vorne ist ein Strand, vorne zum Pier. Ja. Okay. Kommen wir hier zwischen auch hoch. Können wir sogar auf mehrere Dächer verschieben, von hier ganz oben. Das ist schon eine gute Idee eigentlich. Weil hier sind so mehrere Planken über die Hausdächer gemacht. Das heißt, wir können von mehreren Seiten auch überall drauf springen und so. Ist eigentlich ganz cool hier. Oh, ist echt cool. Da kommen wir auch noch ganz oben hoch. Das heißt, kannst auch da hinten in den Wald reinschauen. Ja. Was meinst du, Georg? Ist ja gut? Passt. Du würdest mir jetzt nur noch so reden hören, okay? Ja, und du wirst auch so reden. Verstehst du, Mick? Ja. Nein, bitte nicht! Ach, und ja, Partner, ist hier bestätigt! So, ich weiß immer noch nicht, wo ich hingehen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Warte, dann komm mit zu mir, komm zu Pier runter! Pier? Wo bist denn du? Pier. Wir haben Pier unten an der Straße. Und dann? Hier, andere Richtung. Hier drüben. Ja, und dann? Hier drüben ist auch eine Haus, eine blaue. Das guck mal, der schwebt da gerade echt ganz gut, ne? Knall ihn ab! Do it! Wenn du den triffst. Hab ihn getroffen. Oh mein Gott, du hast getroffen! Und durch der Headshot. Na, der trifft glaube ich nicht mehr, Würdest. Ah, verdammt! Oh mein Gott! Du hast getroffen! Ja, Mann! Verrückt! Guck dir das Ding an, das interessiert das überhaupt nicht, Mann! Oh mein Gott! Wir gehen dafür vorne, Georg. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Okay, alles klar. Oh. Das Ding ist gleich auf. Ja, komm, warte mal, lass mal die Tür voll beobachten. Gucken wir uns das mal von nahen an. Laufen wir auch nur die ganze Zeit hin und her. Ja, ich auch. Verdammt. Ich glaube, es ist einfach besser, wenn wir die ganze Zeit unten bleiben. Wow, Georg, hast du noch? 5% Leben. 5% Leben! Schieß das Ding runter! Ich hab keine Raketen mehr. Ihr könnt aber den Schützen rausschießen. Ja klar, Alter, weißt du, was das für eine Scheibe ist da vorne? Ey, hat irgendjemand von euch noch... Hat noch jemand Raketen von euch? Hab vertraut. Irgendjemand? Ich hab keine Raketen. Scheiße, ja, ich hab eine Rakete getroffen, aber die interessiert sich. Die ist einfach... Drin. Die ist völlig desinteressiert. Die tankt Raketen wie nichts anderes. Boah, ich bin ein bisschen überfordert gerade, ne? Warte, es ist ja auf dem Weg mit Rakete. Echt? Okay, super. Ich hab etwas Angst vor dem. Wir brauchen echt mehr, so 2-3 oder so. Ansonsten können wir das Ding nicht runter, nicht mit den RPGs hier. Da kann man also nicht rausschieben. Habt ihr zufälligerweise noch irgendwo Raketen rumfliegen? Du hast zu viel gegessen, du fühlst dich nun träge, okay? Okay, ja, okay, dann probieren wir das Beste, aber vom Prinzip her, du hast gerade gesehen, was passiert ist. Ich habe eine Rakete getroffen, das Ding hat nicht, das hat's nicht gejuckt, ernsthaft. Die Raketen hier sind für Ifrits oder so weiter oder so, aber nicht für eine Blackfish. Das sind halt die HE-Dinger, normalerweise fliegt so ein Ding auch nicht rum. Ja. Oh mein Gott! Ich schieß den jetzt raus. Alter. Ja, unser Haus ist eine Rakete drin. Oh, Alter, 5% AP. Daniel, in dem Stride ist noch eine Rakete drin. Echt jetzt? Okay, das ist ja, gut. Die offen ist das Stride. Ich hoffe auch, ja. Alter, okay, das ist schon ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob die nicht gleichzeitig ihre Zentralbank nebenbei kaputt machen oder so. Welcher Strider? Strider oder Ifrit? Strider. Strider. Wo ist der Strider? Direkt vor der... Ah da, nice. Oh Gott, Alter. Ja.
Gar nicht übertrieben, das Ding. Das ist auf jeden Fall gut. Das war hier oben ganz nett gerade. Oh mein Gott. Oh Gott, Alter. Ich kann auf jeden Fall nicht in der Bank bleiben, ne? Gerf, wo bist du, Alter? Ich bin immer hier südlich von der Bank. Zum Nebenhaus. Okay, alles klar. Südlich von der Bank. Ja, mach das. Die Cops haben Gillies, pass auf. Die Cops haben Gillies, hat der eine gerade gesagt, ne? Gillies. Oh shit. Die Cop. Ey, ich werde einfach... Nicht. Oh Gott. Nein, ich bleib hier drin. Ey, ich fühle mich gerade wie in EOTW, ne? Das ist richtig krass, Mann. Gibt's irgendeine Möglichkeit, wieder auf 100% leben zu kommen, oder? Ja, da ist ein Doktor. Den kannst du besuchen. Keine gute Idee, das jetzt tot, glaube ich. Der ist sehr riskant. Ja, das ist auf jeden Fall ultra riskant. Ich würde einfach auf 75% bleiben. Ja. Oh mein Gott! Was denn? Ja, tief! Aber wenn er es nochmal macht, sag mir vorher Bescheid, ja? Okay. Ah, der quant schon. Einen Schuss noch. Ernsthaft? Oh, das ist gut, Alter. Warte, dann komm ich mal zu dir hoch, oben auf dem Dach, ja? Du bist auf dem blauen Dach, oder? Ja, davor, auf dem anderen Dach davor. Aber ja. Ja, okay. Boah, ich bin gerade ein bisschen unentspannt. Ja, komm zurück. Ja. Tiefflug. Echt? Ja. Gleich ist die Tür auf. Er kommt. Ich kann nichts machen. Ich muss oben auf dem Dach erst. Oh, er wurde getroffen von einem anderen. Hat er auch mit RPG getroffen? Ich glaube schon, ja. Holy shit, Alter. Ja. Ich hab, keine Ahnung, welche Position hier gerade praktisch ist. Sei nicht ganz oben drauf. Moment, da bist du. Ja. Hier bin ich. Hi. Guck mal, hier hast du... Er dreht wieder. Hier to cover. Jetzt kommt er zurück. Ja, ich hab... Ganz ehrlich, Alter. Das Ding pulverisiert uns in 1000 Teile. Aber fliegt ziemlich schnell, also ich glaube, der... Ja, der muss schon direkt auf ihn zufliegen. Ich habe halt noch die Beowulf-Munition, ne? Damit könnte ich auch noch drauf schießen. Der müsste schon direkt auf mich zufliegen, Knüppel, damit ich wirklich auf ihn schießen kann. Pff, ich habe noch einen Schuss, ne? Steh hier auf jeden Fall nicht auf. Nee, auf gar keinen Fall, Mann. Also ich muss aufstehen zum Schießen, vermutlich. Jetzt kommt wieder vom Westen. Ja. Ja, wir sehen den. Der muss schon ganz, der muss wirklich schon einen direkten Anflug starten hier auf die Stadt, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Oh, scheiße. Alles in Ordnung? Schießt gerade jetzt in meine Richtung ein bisschen. Ich habe übrigens gerade auch mit 5% AP überlebt, ne? Also nochmal so eine Bombe so in meiner Nähe und ich bin einfach down. Da hat es doch hunderte. Ja. Jetzt kommt er, glaube ich, direkt drüber, oder? Ja. Jetzt kommt er gut. Nein, ich hab gemisst! Oh nein! Oh jetzt, oh mein Gott, geht der runter? Der landet, ne? Der fliegt jetzt mega langsam, jetzt fliegt er mega langsam. Oh Gott, ich hab ernsthaft gemisst gerade, oh nein! Kommt im Tiefflug rein vom Westen. Ja. Ich seh einen Sniper, pass auf, stell dich nicht hin! Nicht hier vorne! Aber eine. Gute Arbeit. Oh, das Flugzeug ist abgestürzt. Oh, sehr gut. Oh. Ja. Aber vielleicht hast du die Benzin getroffen. Wer ist leer geworden nach und nach. Okay, eine Sniper ist weg. Gute Arbeit. Wo war der Sniper? Ich glaube, du hast einen von unseren getötet. Was? Oder? Hast du? Nein. Ja, irgendeiner hat einen von uns getötet. Irgendein Befreundeter. DEK ist nicht unser. Fuck, Alter. Können ja einfach nur Position halten gerade, ne? Georg, wo bist du eigentlich gerade, Alter? Ich bin immer südlich, der Bank. Im Kanal. Ich seh dich ja. Ah, Alter. Du bist im Kanal unten drin. Ja, klar. Ja, alle sind oben und du bist unten. Da kommt ein Fahrzeug reingefahren. Ja. Oh mein Gott, ja, eine Brawler. Südlich vorbeigefahren. Ja, angehalten. Fährt außen rum. Oder? Wow, Alter. Oh. Ich bin von einem. Oh, ich seh den, Wir können da nicht richtig drüber schießen, oder?
Doch, die Stance ändern. Oh nein, können wir nicht. Nee. Ah doch, das geht! Ja, hast du aufgelegt? Hey, du musst Stance nach ganz oben und dann nach ganz vorne an die Kante laufen. Okay. Kannst du drüber schießen. Da schießt du Reifen. Die sind in die Lagerhalle rein. Okay. Oh, hinter euch, Bullen. Auf dem Dach. Ja, die sind direkt bei uns drauf, ihr Knüppel. Ich bin blind! Nice Jumping Script ausnutzen, Alter. Sprang um die Ecke. Ich wurde einfach festgenommen. Der kam um die Ecke und nahm mich instant fest. Ja, kennst du doch, oder? Oh mein Gott. Ja, der jumpte erstmal um die Ecke bei mir. Bist du wieder frei? Fuck? Ja, ja. Ja, kennst du doch, oder? Nee, bin ich doch nicht. Okay, warte. So dumm. Guck mal rüber. Kannst du da rüber? Lucky, siehst du, wenn da noch jemand kommt? Ich hoffe, ja. Okay, warte. Ich sehe halt euch und was dahinter ist. Ich hab da gar nicht mehr gesehen. Sofort erschossen werden. Ich benötige einen Dietrich, um mich zu befreien. Frag mal, einer Dietrich hat. Hat irgendjemand von euch einen Dietrich und kann auf das blaue Haus gehen, was gegenüberliegend von der Bank ist? Knüppel wurde gerade gefesselt. Und ja, wir brauchen irgendjemanden, der ihn entfesseln kann. Instant. Was denn? Kennst du doch, Mann. Dietrich dabei hat keiner von uns. Sehr gut, danke. Weiß nicht, du bist wenigstens unten. Was soll ich tun? Ja, wow, ich stehe sofort wieder auf. Guck mal, ich bin ein Stehaufmännchen. Fuck mich ab, Alter, ernsthaft. Das ist um die Ecke nimmt sich gefallen. Ja, Knüppel halt durch, du bist gleich irgendwann frei. Gleich bist du irgendwann frei, das ist normal. Lucky, kannst du mir sagen, wenn da noch jemand hochkommt? Jo, ich hab euch im Auge. Vergiss die weiße Halle nicht. Direkt unter uns hier sind Polizisten. Und ich kann nicht draufschießen. Fuck mich das ab. Ja, auch nicht. Oh Gott. Okay, da ist jemand hinter uns gewesen, ne? Oh, ich schieß gerade auf andere Bullen. Die stürmen vor, die sind direkt vor dem Eingang, zwischen die Wagen. Okay, der ist down. Da ist ja noch irgendwo jemand oben. Georg, wir brauchen dich hier vorne. Georg, komm vor. Lucky, sag mir, wenn jemand hinter uns ist, ja? Hey, du bist noch bei Knüppel? Nee, ich bin oben auf dem Dach, ganz oben. Bist du verrückt? Oh, okay. Ja, was soll ich tun, hä? Achso, war es die einzige Möglichkeit, wie ich den Bullen hinter uns umbringen konnte. Aber kein Problem, die Flasche nur und nimm dich instant gefangen. Schlag mich bitte zu Boden, denn ich stehe die ganze Zeit. Danke. Komm hin, wieder mal vorbei und pull in die Fresse, okay? Alter, ich hab noch nie mit der Waffe geschossen. Die Waffe fühlt sich an wie so ein... Oh, what? Der Polizist hat gerade einen anderen Typen von uns. Warte, ich muss nach oben. Okay. Georg, wir brauchen dich hier vorne, Mann. Komm schon. Wir sind überall Bullen. Okay, der Bull ist gleich down. Ja, der ist tot. Aber der ist jetzt auch festgenommen. Ja. Ah, du kannst mich, glaube ich, auch eskortieren, oder nicht? Ah ja, stimmt, du hast... Oh mein Gott, ich Noob. Stell mich bitte woanders hin. Ja, okay, warte. Ganz oben aufs Dach. Reinsetzen. Nein! Oh, da, oh mein Gott, nein, nicht durch die Wand! Knüppel, siehst du da was? Nein, lass das! Oh mein Gott! Keine Ahnung, ob es auf uns ist. Ja, stell mich einfach hier hin, das ist okay. Alles gut? Ja. Dann kann ich dir sagen, wenn von hinten was kommt, du Arsch. Das stimmt, warte, ich stell dich näher an den Rand, wie das damit. Ja, dann die denken die, ich schieß auf die. Wieso bist du. Warte, ich stell dich da oben auf die kleine. Auf die Pritsche, wie das damit? Und sehr gut. Dann erschießen die mich einfach pro forma. Ja, vielleicht kann ich irgendwann auch wieder am Geschehen teilnehmen.
Ja, vielleicht. Kann ich dein AK-12 haben, wenn du das nur gefesselt bist? Das geht ja nicht. Ich nehme den Dietrich mit, okay? Ja, mach mal bitte. Da innen kann sich ja wieder nichts leisten. Hey. Wir haben nicht dran gedacht, dass wir festgenommen werden. Ja, okay. Ja, wir haben nicht dran gedacht, dass eine Polizei kommt, Granate wirft, direkt um die Ecke läuft und mich festnimmt. Was für einen nervigen Ton. Oh mein Gott. Polizei ist wieder da. Oh, pass auf, ob jemand hinter uns herkommt, Knüppel. Natürlich. Du, was tust du? Kurz checken, ob jemand unten steht. Schon bereit, oder? Ah, ich sag... Hinter euch auf dem Dach. Bei dem blauen Haus. Wo? Hinter euch. Auf dem blauen Haus. Auf dem blauen Haus da hinten. Oh mein Gott, vorsichtig. Nein, bitte nicht. Oh Gott. Oh Gott, Moment, Knüppel, ich muss kurz rein. Ist kein Problem, der schießt nicht auf mich, der sieht, ich bin festgemacht. Aber ich kann mich nicht umgucken. Kein Problem, Knüppel. Schießen auf mich. Muss kurz in die Etage noch runter gehen, weil gleich geht die Bombe hoch. Nee, ne? Ich kann es nicht sehen, weil ich kann mich nicht umschauen. Ich sehe ihn gerade. Er lebt noch! Ja, ich hab nur wild drauf geschossen. Dachte, er wird vielleicht reinlaufen. Er kommt hier runter in die Hof. Ich hab Schiss, dass da oben noch jemand ist, Knüppel. Und ich sterb diesmal. Die waren zu zweit. Ja, ich sterb diesmal. Okay, bleib einfach hier. Ich sag dir, wenn die hochgelaufen kommen. Alles klar. Ja, hier unten ist jemand. Also unser Ghillie-Typ. Ich hab ja einen Raketenwerfer. Kann ich glaube, die Polizei läuft nicht mit dem Ghillie rum. Moin, wir sind das. Hi. Hast du zufällig was in Dietrich dabei? Nee, das kann ich. Dietrich hier leider Gottes nicht. Aber wir können es so ausschauen lassen, als. Wo bleibt der Dietrich? Dass ich ihn töten kann. Dietrich gibt's keinen. Wie gibt's keinen? Das ist so ein Dude. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir ihn. Ich bin ganz ehrlich, das Problem ist, das bringen wir nicht was hin. Oh mein Gott! Warum? Jetzt muss ich 9 Minuten warten. Leg die Kleidung auf den Boden. Dass wir neu ausrüsten. Warte, die AK. Lootet mich schnell! Nein, die ist weggepackt. Alles verschwunden. Oder hast du die AK? Daniel, ich hab alles. Auf dem Dach? Ja. Nice. Leg den Rucksack auf den Boden und die Klamotten. Ja, ja, machen wir. Warte. Ich will das sehen, ich muss das sehen, dass alles auf dem Boden liegt. Geht nicht auf Boden, muss ich so einstellen. Wenn ich jetzt sterbe. Leg's irgendwo neben hin, weil ich bin auch in der Nähe. Okay. Warte extra noch, ja? Ja. Ist alles gut. Beine rein. Hier, komm mal her. Ja? Du mit der Launcher. Da auf dem Boden. Oh, Digga, danke, Alter. Du rettest mein Leben. Ich hab grad zweimal daneben geschossen, sonst wäre das Ding down gewesen. Ich knapp, Alter. Gar kein Problem. Helikopter? Oh mein Gott! Oh. Ah, ich wurde verletzt! Ja, ich auch, Alter. 5% AP schon wieder. What the fuck? Was ist eigentlich mit dem 5% AP los, Alter? Okay, die ganzen Klamotten sind weg. Nee, ich hab nicht so am Boden gelegt. Leg hin. Die Rüstung ist halt weg, die ich mit dem Rucksack drin hatte. Ja, das ist okay. Alter, ey, nahtod fucking shit. Ich hab nur Kaliber 50 Munition für dich. Oh shit. Das ist sehr gut. Oh shit, 5%. Ich hab noch eine Rakete wieder. Das ist so schwer gerade. Dächer wieder? Ja. Ich seh niemanden, solange sich nicht frei zeigen kann. Oh mein Gott, vorsichtig! Knüppel. Hallo, ich habe ziemlich viel Aua. Hast du First Aid? Nein.
Ja. Blut sauer aus jedem Loch, Alter. Alter, sind drei Helikopter mittlerweile. Ja, genau, wir beginnen die damit. Kill die mal da auf dem Dachknüppel. Mach ich. Heim mich erst. Oh, die laufen runter. Ja, der läuft runter. Fuck, Alter, mein Scope war irgendwie so schwarz plötzlich. Ach Gott, ey. Ich hab den Piloten rausgeschossen! Nein, niemals! Ich hab den Piloten rausgeschossen! So, nein! Kaliber 50, hä? Ne, das war der normale, aber ich hab den Helikopter kaputt vorher und dann den Piloten rausgeschossen. Oh mein Gott! Krass, ernsthaft, richtig gut gemacht. Wow, Pilot ist down. Ich hab gerade starke Performance-Probleme, ich kann gerade gar nichts machen. Ich hab wieder dieses Strichmännchen, weißt du? War ja, verdammt. Die Drohnen krieg ich nicht runter. Oh mein Gott, die Drohne zielt auf uns. Oh Gott, ich kann nichts machen, Alter. Gerade 3 FPS. Und ich stütze ab, sehr gut, ist abgestürzt. Nimm alles auf, Knüppel, ja? Ja, natürlich. Danke, ich kann nämlich gar nichts machen. Ich hab hinten nur noch 11 Schuss. Oh Gott. Kommt wieder ein Helikopter angeflogen. Ich seh's, ja? Wünsche, ich könnte irgendwas Boston machen. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die ist direkt bei uns eingeschlagen. Ich hab... Aua! Hilfe! Unser Haus ist kaputt! Ist das so? Ja! Knüppel, nimm alles auf, ich kann gerade gar nichts machen. Bin kurz vor tot. Oh. Lucky, ich brauch Hilfe. Pass auf, genau. Die Wand rechts ist kaputt. Was soll ich tun? Bei mir ist noch alles heile. Gib mir den Raketenwerfer. Ich kann nichts öffnen, Knüppel. Es geht nichts. Okay, wir kriegen hier eine Wagen, der hier rein... Okay, unsere. Wir können die Fluchtphase beginnen, ne? Ich bin hier oben verletzt. Die Dings drauf. Warum bin ich denn hier oben gespawnt, Alter? Oioioi. Oh, ich glaube, das ist neu. Oh, shit. Ich hänge erstmal fest. Wie bist du hier über das Geländer drüber gesprungen? Oh Gott. Und wieder 0 AP. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich muss oben rumlaufen, Knüppel. Keine Chance. Was da? Bin hier oben. Bitte nicht sterben. Gott, alles gut. Okay, ich hab jetzt wieder eine Waffe und wieder eine Rüstung. Oh, ich hab wieder Munition wegen Relock. Oh mein Gott. Oh, bitte was? Ja, alles klar. Bin ganz oben auf dem Dach. Okay, ich komm wieder zu dir. Ich hab auch wieder deine Waffe. Nie passiert, was da passiert ist. Ey, die sind gerade ineinander gecrashed, die Helikopter. Was? Wir müssen jetzt bald die Fahrtwreck bringen. Da fallen sehr viele Bomben da an, ich glaube, wir müssen runterfallen da. Ja. Komm, ich hol dich ab. Ich bin ganz oben gerade auf dem blauen Hotel. Auf bist du verrückt? Ja, ich kann nicht weg hier, ne? Hier ist noch ordentlich Gold drin. Wenn du willst, pack deine Taschen voll. Wir müssen erst Daniel holen. Komm da runter. Gib Unterstützungsfeuer. Oh, das, oh, den Dich schieß ich raus. Komm du mir mal her. Das Polizei, Helikopter. Oh nein, ich hab daneben geschossen. Kann ich so hoch schießen? Ich glaub, der ist kaputt. Ja, der stutzt ab. Und tschüss. Immerhin. Ey, der fucking Rocket Launcher ist mega useless, Alter, ernsthaft.
Oh, ich beobachte gerade. Der ist gegen den Kran geflogen, der Hubschrauber. Ganz genau. Kommt rein hier, kommt rein hier. Einmal nach oben und bedienen, bitte. Oh, boah, wie viel ist denn da drin? Ja, viel. Und hier aus der Scharte kannst du gut rausgucken. Hat irgendwer was zu trinken? Lucky? Alles gut, ey. Nachdem das Game gerade gecrashed ist. Ja, hab ich. Bitte. Wie viel kann ich davon mitnehmen? Drei Barren oder so konnte ich mitnehmen.